Hi! Es ist 10 Uhr, wir sind in Mannheim und warten auf Apache. Wuhu! Und zwar warten wir schon ziemlich lange. Für uns ist heute sozusagen wirklich Valentinstag. Ein Jahr später, die Apache-Tour findet endlich statt. Wir sind zum ersten Mal in der SAP-Arena. Es ist um 10, wir sind 4 Leute, die insgesamt da sind. Es ist windig und soll regnen. Und es hat auch schon viel geregnet. Aber wir haben sehr lange drauf gewartet und dann wollen wir natürlich vorne stehen. Zwei Brüder, die so viel ankern, wir können kaum mehr was unternehmen. Das hat schon mal geklappt. Schreib du uns mal in die Kommentare, auf welches Konzert du so lange warten musstest. Und jetzt erzählen wir dir, wie es auf dem Apache-Konzert war. Das heißt, wir fangen jetzt ganz von vorne an. Wie lief der Einlass? Ganz wichtig, worauf musst du achten, wenn du ein Ticket hast von einem Konzert, das verschoben wurde? Unsere Konzert-Highlights und ob das Apache-Konzert unsere Erwartungen erfüllt, übertroffen oder unterboten hat. Wir mussten ja ein paar Stündchen auf den Einlass warten, was aber gar nicht schlimm war, weil wir da echt nette Leute kennengelernt haben, die die Wartezeit auch super verkürzt haben. Okay, richtig süß. Wir sitzen jetzt ungefähr 2,5 Stunden schon da und es kam jemand und hat gefragt, ob wir Kaffee oder Tee wollen. Ja, richtig lieb. Und insgesamt fand ich es total interessant, weil da wirklich so super unterschiedliche Leute waren, oder? Also ich konnte mir gar nicht vorstellen, wer auf so ein Konzert geht. Aber es war echt total gemischt, ja. Was aber war, wie gewohnt, befürchtet, erwartet, war die Klosituation. Die war so semi, also da waren Dixi-Klos und die sind einfach vom Konzert am Vortag noch nicht geleert worden und das war sehr eklig. Wir haben aber in so einem Parkhaus dann so kostenpflichtige Klos gefunden, die ihr Geld sehr wert so waren. So was von. Der Einlass hat dann pünktlich, ziemlich pünktlich, um 18 Uhr gestartet. Und es gab zwei verschiedene Eingänge, an denen man sich postieren konnte, um reinzukommen. Das heißt, es ist wie immer mal wieder so eine Glückssache gewesen, wie schnell die Security dann auf das offizielle Go reagiert haben, die Leute reingelassen haben. Gefühlt hatten wir den langsameren Einlass. Mhm. Und jetzt kommt das Problem, was ich anfangs schon meinte. Wir hatten ja diese alten Tickets, also wirklich diese ursprünglichen Tickets. Und es gab einen Ticket-Scan. Und bei uns wurde angezeigt, während die anderen durchrennen konnten, die sich vor kurzem noch ein Ticket gekauft hatten, kam bei uns dann ein Ticket storniert. Und wir waren so, what? Das ist nicht storniert. Und wir hatten das gleiche Problem schon, als wir unsere Tickets für Nürnberg, was nach Bamberg verlegt wurden, bei Fansale einstellen wollten, weil es da auch hieß, der Barcode ist ungültig. Das heißt, wenn du noch alte Tickets hast, erkundige dich auf jeden Fall bei Eventim noch, ob du mit dem Ticket wirklich reinkommst, weil wir hatten damit jetzt eben schon zweimal Probleme. Zum Glück war da aber ein Mitarbeiter da in Security, der dann unser Ticket geprüft hat und uns dann halt seine Karte irgendwie hingehalten hat und dann ging's. Aber war natürlich ärgerlich, weil wir haben dadurch natürlich Zeit verloren. Mhm. Wie gesagt, haben wir es aber trotzdem in die erste Reihe geschafft und sprechen jetzt einfach mal ein bisschen über die Show. Spoilerwarnung, es wird jetzt ziemlich detailliert, also wenn du dich überraschen möchtest, dann schau dir dieses Video vielleicht besser nach deinem Konzert an. Schreib uns auf jeden Fall in die Kommentare, wie es war, wenn du Apache gesehen hast oder ob du ihn nochmal sehen möchtest. Bevor Apache auf die Bühne gekommen ist, gab es noch so einen Support Act, einen DJ. Und ich muss sagen, ich bin ja pro Support Act, aber das war für mich wirklich eine Qual. Und zwar nicht wegen der Songauswahl. Für dich auch, ne? Ja, und auch nicht wegen der Songauswahl. Ja, nicht wegen der Songauswahl, sondern, und es klingt jetzt richtig Oma, aber es war einfach übertrieben laut. Es war also so laut, der Bass war so krass. Es war körperlicher Schmerz. Wir hatten wirklich Schmerzen. Also ich hasse das eigentlich, aber ich musste mir wirklich die Ohren zuhalten, weil ich dachte, meine Trommelfelle platzen jetzt gleich. Natürlich vorne waren dann auch die Boxen. Hatte schon auch das Gefühl, dass es irgendwie allen ein bisschen laut war, aber die meisten haben dann halt einfach mitgefeiert, aber ich hatte Schmerzen. Es war wirklich schlimm. Ich muss auch dazu sagen, gerade wenn man weiter vorne stand, kam ja auch super random, weil es kommt ja beim Einlass immer Musik und auf einmal wurde die Musik super laut und man hat überhaupt nicht kapiert, was da gerade abgeht, weil er sich erst am Ende seines Sets überhaupt vorgestellt hat. Das heißt, es wurde für jeden, der sich nicht umgedreht hat und halt nicht sehen konnte über die Köpfe, einfach plötzlich zacklaut. Ja, man muss dazu sagen, er war nicht auf der Mainstage, sondern es gab noch so eine kleine Bühne, eigentlich am anderen Ende der Halle und da war der eben postiert und das Licht ist auch nicht dunkler geworden oder irgendwas, plötzlich ging einfach nur laute Musik an. Ich finde die Idee eigentlich super, während des Einlasses da irgendwie ein DJ-Set zu machen, das ist irgendwie cooler als einfach nur die Spotify-Playlist, aber mit weniger Schmerzen bitte. Um ungefähr 20.15 Uhr zu Primetime ging dann die Show los. Apache stand auf der Bühne und
Wir haben uns ehrlich gesagt nicht wirklich viel erwartet. Wir hatten gar nichts. Also nicht im negativen Sinne, sondern wir hatten keine Vorstellung, wie es werden wird, oder? Wir dachten, es wird halt einfach so ein normales, ich sag mal Standardkonzert. Aber umso überraschter waren wir dann davon, wie detailverliebt und crazy gut dieses Bühnenbild war und wie er es wirklich geschafft hat, mit seiner Show seine gesamte Geschichte zu erzählen. Man hat also nicht nur die ersten Momente gehabt, wo man Apache wirklich länger mal sprechen hört. Hey, ich bitte euch nur um eine Sache, dreht euch auch mal und schaut euch das auch mal an. Schaut euch selbst auch mal an, macht mal Lärm für euch selbst, bitte. Sondern man erfährt so hautnah, eben auf diese kreative Art und Weise, wie es zu Apache 207 kam und was aus ihm geworden ist. Und da gehen wir jetzt mal im Detail weiter drauf ein. Wie du schon gesagt hast, es war krass inszeniert, sehr künstlerisch. Da gab es Einspieler auf der großen Leinwand, wie im Kino, die dann so nahtlos in die Bühnenshow übergegangen sind. Er hat literally vor und auf seinem Blog performt, wie man es aus Musikvideos wie Famous kennt zum Beispiel. Es gab ein SEK-Einsatz, es gab dialogische Szene mit seinem Bruder, schon fast theatermäßig. Ja. Es gab Feuerwerk, Feuer und Explosionen und so weiter. Man kann wirklich von der Qualität seiner bildgewaltigen Musikvideos auf die Qualität schließen, die er auf die Bühne bringt. Also actually bringt er all das, was man von ihm kennt, in derselben Qualität auf die Bühne. Und genauso macht er das eben auch mit seinen Alben bzw. EPs. Die werden genauso repräsentiert, natürlich musikalisch, indem er die Songs alle performt. Aber auch outfit-technisch bringt er seine drei Phasen, würde ich sie mal nennen, perfekt auf die Bühne. Das war richtig, richtig cool und eine tolle Reise. Ein weiteres Highlight, weil es einfach ein cooles Bild und ein krasses Bild war, war, dass er bei dem Song Boot wirklich mit einem Boot so durch die Menge gefahren ist. Das sah ziemlich cool aus. Und es sah besonders cool aus, weil man beim Einlass so LED-Armbänder bekommen hat und die haben in dem Moment dann eben alle blau geleuchtet. Es gab dann auch einmal, da hat er dann so einen Fußball reingeworfen und dann waren sie alle grün und dann bei bläulich war es natürlich auch blau. Also es hat immer gut zu den Songs gepasst und sah total toll aus. Wo bei anderen Artists wie Louis oder Harry die Fans so eine Aktion machen mit Rainbow Light und so weiter, war da einfach schon vorgesorgt und es wurde einem abgenommen mit diesen LED-Armbändern. Ich fand auch seine Aussagen immer schön, wie es, ihr seid jetzt meine Wiese oder mein Meer. Also man war wirklich einfach Teil der Show dadurch. Das hat es irgendwie noch schöner gemacht. Und so inszeniert und einstudiert, wie das jetzt vielleicht alles klingt, so war es gar nicht. Also es war wirklich cool durchdacht, aber es waren eben auch viele Momente, die es sehr aufgelockert haben, die sehr persönlich waren, wie seine Ansprachen zum Beispiel. Der nächste Song ist für die Tag 1. Mal gucken, ob ihr den Song kennt. Auf jeden Fall performe ich hier und ihr dürft so lange ein bisschen Ball spielen, wenn ihr wollt. Also ihr gebt mir Kraft, ihr macht es mir relativ einfach. Vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön, Mann, vielen, vielen Dank. Es war mir wirklich, wirklich, wirklich eine Riesenehre. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr. Und auch so Momente wie der Titanic-Moment auf dem Boot. Ey, dass ihr mir den Moment möglich gemacht habt, das werde ich euch niemals vergessen, Mann. Halt. Das hat einfach alles nochmal lockerer gemacht und wirklich super viel Spaß gemacht. Ey, Flippo, hast du so ein bisschen Musik zum Trainieren, Bro? Damit das nicht zu kurz kommt, sprechen wir noch kurz über die Setlist. Die war super, finde ich. Also es war total durchdacht und stimmig und so weiter. Natürlich, wenn man drüber nachdenkt, dann fällt einem immer auf, oh, der Song hat gefehlt, weil am liebsten möchte man alle hören, aber ich finde, es gab keine Downs und keine zu verausgabenden Parts. Also es war einfach stimmig. Ich möchte noch ganz kurz was zu den Downern sagen. Man hat ja immer so diese ruhigen Songs auf Konzerten, die dafür da sind, mal durchzuatmen. Und ich finde, die waren so eine krasse Überraschung, wo er hinten noch auf der Bühne stand. Da stand er eben auf der kleinen Bühne hinten, wo der DJ am Anfang war. Und man hat da seine Stimme so krass gut gehört. Ja. Das hat den Moment irgendwie noch more special gemacht. Ja, das war schön. Die wurden nämlich Akustik performt. Komm und flieg mit mir die ganze Nacht lang.
Baby, du riechst genauso schön wie damals. Im Leben hat doch so gefallen, Gott, das ist krank. Wieso tust du dir das? 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 Ich weiß nicht, tut es mir. Und wenn dann so wir reden wieder noch eins, sag mir nur, warum du heute. Was schade war in dem Fall für uns, dass diese kleine Bühne hinten nicht auf der Leinwand übertragen wurde, sodass wir halt da nur gehört haben, aber es war natürlich schön, dazu zu hören. Es wurde halt einen Sinn genommen, so wurden die anderen geschärft. Und damit kommen wir jetzt eigentlich zum Fazit. Nee, stopp. Bevor wir zum Fazit kommen, möchte ich noch ganz kurz über das Merch sprechen. Natürlich hat Apache auch Merch dabei, was ich finde, was bis zum Tag des Konzerts nicht wirklich klar war. Deswegen möchte ich darüber ganz kurz sprechen. Er hatte draußen einen Stand, der so um 15 Uhr aufgemacht hat. Der hat aber nur ganz, ganz wenig. Drinnen hatte er dann noch ein paar mehr Sachen. Und da gab es wirklich einen bunten Mix aus verschiedenen T-Shirts und Sweatern. Und was ich auch mega cool fand, waren halt so Becher, die eben passend zur Apache-Tour und zu seinen Alben waren. Also er hatte zu jedem Album bzw. jeder EP hatte einen Becher und dann einen Tourbecher. Und genau, ich war großer Fan von dem Block-Sweater, weil das ist so typisch Apache. Das war einfach super stimmig und eine coole Art des Merches ohne Städte drauf. Ja. Aber wenn man das lieber mag, dieses Platte mit Städten drauf, das Platte, war auch da für dich gesorgt. Also ich fand's ganz cool. Können wir dann jetzt das Fazit machen? Ja, können wir. Und ich fange direkt mal an. Wir hatten super viel Spaß. Es hat mir richtig gut gefallen. Es war ein richtig tolles Konzert. Ich freue mich allerdings drauf, wenn beim nächsten Mal eventuell der Sazan Support Act ist. Das kann ich mir nämlich richtig, richtig, richtig gut vorstellen. Würde auch super gut passen. Ja. Ansonsten sind wir natürlich jetzt super gespannt oder noch gespannter, wohin so Apaches Reise in Zukunft noch gehen wird. Jetzt, wo er ja nicht mehr ganz so unnahbar ist, vor allem dann nach der Amazon Prime Dokumentation, die er auch am Konzert nochmal angekündigt hat und auf die wir jetzt alle gespannt waren. Ja, hatten. Sowas von. Wir arrogant waren oder so, sondern wir haben uns von Anfang an unserer Karriere mit der Kamera begleiten lassen, weil wir wussten, es wird was Großes. Und wir haben eine Dokumentation daraus gemacht, nur für euch. Und die kommt am 23. September raus. Wenn man dann eben mal wirklich ein Interview sieht und er nicht das mehr so... Das erste exklusive Interview. Ist so, ja. Also er hat ja auch gesagt, er ist nicht arrogant und deswegen hat er nicht gesprochen, sondern weil es eben diese Dokumentation geben wird. Und ich glaube, dann wird sich nochmal viel ändern und dann wird auch in Zukunft nochmal vieles anders laufen und man kriegt vielleicht nochmal mehr Einblicke. Ich weiß es nicht. Wir sind gespannt. So gespannt. Ey, und das Problem bei so krass guten Konzerten in der Berichterstattung ist ja meistens, dass eventuell untergeht, wie krass talentiert die KünstlerInnen sind. Also gerade Apache, ich hatte schon mal kurz so ein bisschen angemerkt, er hat eine unfassbar gute Stimme. Außerdem hat er eine unfassbar gute Bühnenpräsenz. Er ist viel mehr Rampensau, als man es vielleicht meinen könnte, dadurch, dass er eben immer so ruhig jetzt war. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wohin sich, wie du schon gesagt hast, die Reise entwickelt. Freue mich auf noch viele weitere Konzerte und bin jetzt interessiert, was eigentlich dein Lieblingssong von Apache ist. Schreib uns den auf jeden Fall mal in die Kommentare. Sehr, sehr gute Songs hatte Apache natürlich auch auf seiner Too Sad to Disco EP und auf die erste davon haben wir reagiert. Das findest du hier. Und wenn du mal sehen möchtest, wie so ein ganz anderes Konzert abläuft und wie uns das gefallen hat, dann siehst du hier unseren Harry Styles Love on Tour Tourbericht. Tschüss! Vielen, vielen Dank, Mama!